Memoways. Wir machen Video auf dem Web. Und Video auf dem Web kann man sich momentan so vorstellen, wie wenn man die eigene Facebook-Seite, Facebook-Wall, wie ein PDF ansehen würde. Was wir machen, wir stellen Video-Einstellungen ins Web. Und aufgrund von diesen Einstellungen kann man die verschiedenen Fragmente miteinander kombinieren, um ein neues Video in Echtzeit intuitiv, interaktiv zu kreieren. Und man kann aufgrund von den Hashtags seine Feeds so personalisieren, dass man nur das bekommt, was einen gerade interessiert. Aufgebaut von Fragmenten, die von verschiedenen Videos kommen. Und ich kann ein neues, einzigartiges, originelles Video erstellen, nur durch meine Interaktion. Der Content kommt zu den Benutzern kontextbedingt, also ortsbedingt, aber dann auch kontextbedingt von zum Beispiel, wenn er irgendwie ein News haben will, was im Viertel gerade passiert ist, dann kommt der Content zum Benutzer, weil der Content weiß, was der Benutzer gerade sucht. Die Hauptherausforderung gerade jetzt ist, dass wir von einer, sagen wir mal, experimentellen Basis, wir haben Prototypen gemacht, in Richtung von Massenmarkt gehen können. Ich würde sagen, wir verdienen den Award vom Konzept her, aber noch nicht von der Marktstellung, weil wir momentan noch nicht so auf dem Markt sind wie andere. Wo ich am meisten stolz bin, das ist auf unser Team. Wir haben dieselbe Vision, wir sind stark miteinander verbunden, das heißt, wir haben einen starken Kern und das ist für mich das Wichtigste.